Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat Very Best geschrieben, welches er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Auf realbest.de sollen Immobilienverkäufer und Kaufinteressenten zusammengeführt werden. Der Kauf- oder Verkaufsprozess wird digitalisiert und kann schnell abgewickelt werden. Man kann sein Objekt hier für andere anbieten und präsentieren oder sich selbst nach seinem Traumhaus auf der Seite umschauen. Das Internetportal ist bereits bekannt aus dem Tagesspiegel, Handelsblatt und der Immobilienzeitung. Realbest ist Plattform für Verkäufer und Käufer, das heißt, dieses Immobilienportal ist interessant für so ziemlich jeden. Private Immobilienverkäufer. Wenn man ein Objekt bei realbest.de einstellen möchte, so gibt es eine kostenlose und umfangreiche Wertermittlung durch eine unabhängige Gutachtendatenbank. Diese wird zusätzlich ergänzt mit den Einschätzungen von Maklern, die durch Realbest verifiziert wurden. Das große Netzwerk sowie die große Auswahl an unabhängigen Immobilienmaklern macht Realbest zu einer schnellen und lukrativen Möglichkeit, zum Beispiel ein Haus zu verkaufen. Über alle Details und Geschehnisse des Verkaufsprozesses wird man als Privatverkäufer in Echtzeit unterrichtet. Kaufinteressenten. Wenn man sich nach einem geeigneten Immobilienobjekt umschaut, so erhält man auf Realbest attraktive und teils exklusive Angebote über den Online-Zugang. Zu allen angebotenen Objekten liegen vollständige Exposés und Verkaufsunterlagen vor, die man jederzeit betrachten kann. Über die Plattform kann man Besichtigungstermine festlegen oder die Immobilie für sich reservieren. Ein virtueller Rundgang oder der Vorschau-Modus ermöglicht einen ersten Einblick für den Interessenten. Immobilienmakler. Als Immobilienmakler hat man die Chance, noch weitere Verkaufsverträge zu bekommen, da man Zugang zu den privaten Verkäufen hat. Damit kann man noch weitere Provisionen erhalten und eventuell neue Kunden, also eine erfolgreiche Akquise, generieren. Über den eigenen Account kann man jederzeit auf sein Portfolio zugreifen, wo man eine Reihe an attraktiven Immobilien speichern kann und einem weiteren Immobilien empfohlen werden. Finanzdienstleister. Als Finanzdienstleister der Vermittler kann man von Immobilienverkauf profitieren, indem man sich im Umfeld nach privaten Immobilienverkäufen umschaut und die Privatperson dahinter kontaktiert. Damit kann man eventuell noch Anschlussgeschäfte abschließen und ein breites Leistungsangebot für die Kunden aufstellen. Um seine Immobilie bei Realbest anzubieten, muss man zunächst die Daten zur Immobilie angeben. Dabei unterscheidet man zuerst zwischen Wohnung und Haus. Im nächsten Schritt geht es um die genaue Art der Unterkunft. Beim Haus gibt man nun noch Etagenanzahl, Zimmer, Grundstücksgröße und Wohnfläche an. Und bei der Wohnung muss man angeben, ob es sich um eine Dachgeschosswohnung, Penthouse oder Etagenwohnung handelt, sowie Zimmeranzahl, Vorhandensein eines Personenlifts und der Wohnfläche. Im nächsten Schritt folgen noch genauere Details zu den Zimmern, zur Heizung, Fenster, Keller, Dachausbau und Dacheindeckung, Fußboden sowie Außenanlage. Anschließend noch Angaben über Sauna, Einbauküche, Abstellraum, Kamin, Winter- oder Privatgarten, Garage, Außenwände und so weiter. Hier ist noch Platz für einen freien Text, bei dem man noch auf Besonderheiten des Objekts hinweisen kann. Darauf folgend trägt man die Adresse ein und seine persönlichen Daten, um das Ergebnis dann per E-Mail zugeschickt zu bekommen. Dies dient einmal als Überblick, damit man weiß, worauf die erste Ermittlung des Verkehrswertes basiert. Für den Verkehrswert wird auf eine Gutachtendatenbank zugegriffen, die reale Verkaufspreise enthält. Innerhalb der nächsten 24 Stunden erhält man außerdem noch die Einschätzung von mehreren Maklern, die allesamt geprüft sind und aus der Region stammen. Nun kann man sich entscheiden, ob man mit einem der vorgeschlagenen Maklern zusammenarbeiten möchte oder ob man den Verkauf selbst managen möchte. Nun kann man sein Immobilienobjekt im besten Licht präsentieren. Man kann zum Beispiel eine virtuelle Tour und Fotos hochladen, um insgesamt einen hochwertigeren, professionelleren Eindruck zu hinterlassen für schnellen Verkaufserfolg. Realbest bietet die Möglichkeit, das Exposé mit den Verkaufsunterlagen in 7 Sprachen anzufertigen. Im Verkäufercockpit kann man sich sein Angebot immer wieder genau anschauen. Man sieht genau, was für Aktivitäten stattgefunden haben, da sie in Echtzeit übertragen werden. Man erhält Einblick in verschiedene Details, unter anderem woher die Interessenten kommen und wie viele neue Besucher es gab. Mit Realbest werden auch internationale Käufer angesprochen und erreicht. Die durchschnittliche Vermarktungsdauer liegt bei nur 52 Tagen. Ist mindestens genauso einfach und wenn nicht sogar noch einfacher. Man gibt einfach ein, was genau man sucht und wo. Das heißt, man gibt die Stadt an und den gewünschten Umkreis, Art der Immobilie, Preis, Zimmerfläche und viele weitere Kriterien, die die Suche eingrenzen können. Nun werden unterschiedliche Wohnungen oder Häuser in einer Liste zur Ansicht bereitgestellt. Man kann sich den Grundriss anzeigen, die Projektübersicht und ein Exposé anfordern. Über Realbest kann man einen Termin zur Besichtigung vereinbaren, mit dem zuständigen Makler oder direkt mit dem Verkäufer. Ich habe meine Immobilie über Easybest verkauft, sodass ich leider nicht sehr viel über den Kaufprozess über Easybest sagen kann. Bevor ich mich für Easybest entschieden hatte, habe ich auch schon einige Gespräche mit lokalen Maklern geführt. Letztlich dachte ich, dass ich doch irgendwie eine Möglichkeit geben muss, sich diese ganzen Gespräche und Vergleiche zu sparen und habe im Internet recherchiert. Daraufhin bin ich eben auf easybest.de gestoßen. Hier habe ich den Verkehrswert ermitteln lassen und hatte am nächsten Tag noch die Bewertung der Makler zur Hand, sowie einen direkten Vergleich der Makler, also genau das, was ich suchte.
Ich entschied mich dann für einen aus der Liste und wurde fortan von ihm teilweise persönlich oder telefonisch betreut. Falls ich direkte Fragen an EasyBest hatte, so habe ich mich über die Hotline beraten lassen, wo stets ein freundlicher und kompetenter Mitarbeiter zur Stelle war. Also von der Betreuung her habe ich mich auf jeden Fall gut aufgehoben gefühlt. Das Verkäufercockpit, welches man einsehen kann, wenn man sich einloggt, ist schön übersichtlich gestaltet und sorgt für Transparenz. Es ist interessant zu beobachten, woher die Interessenten tatsächlich stammen. Ich hatte schon nach wenigen Stunden mehrere Anrufe für meine Anzeige und die sind Tag für Tag gewachsen. Bei der Gestaltung der Anzeige habe ich mir vom Maklern helfen lassen, um das Optimum herauszuholen. Ich konnte schon nach weniger als 70 Tagen mein Objekt verkaufen und war mehr als zufrieden. Natürlich kommt man nicht um das Zahlen einer Maklerprovision herum, aber dennoch war es wesentlich weniger als das, was ich zuvor gehört hatte. Und mir an Angeboten eingeholt hatte bei den Gesprächen. Was vielleicht negativ aufgefallen ist, betrifft eher den Bereich der Angebote in Immobilien. Es scheint so, als seien noch nicht sehr viele Immobilien bei EasyBest registriert, sodass man bei der Suche nach dem Traumhaus eventuell nicht fündig wird. Das mag aber vielleicht auch daran liegen, dass die Seite noch sehr jung ist und erst noch mehr Bekanntheit erlangen muss, um den großen Plattformen wie Immobilien-Scout24 Konkurrenz machen zu können. Mein Fazit fällt positiv aus, da ich mein Objekt verkaufen konnte, der Service gut war und ich noch bei der Provision sparen konnte. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.